Spannunterhaltung wünscht Stahlberg. Für jeden Job das passende Werkzeug. So, moin moin Leute, Stahlwerk, Warm-up, erster Teil, fünfter Spieltag, Jacob und ich sind ready. Im ersten Teil, Jacob, geht's um unsere Tipps. Bitte kannst du ganz kurz zusammenfassen, was für eine überragende Leistung wir beide da bisher abgezogen haben. Erspart mir die weiteren Kommentare hier. Also, ich kann ja dieses Jahr halbwegs im Manager-Spiel punkten, da bin ich ein bisschen stolz drauf. Dafür ist das Tippspiel natürlich wirklich unter aller Sau, was wir bislang abliefern. Und es ist ja nicht mal so, dass wir irgendwie bewusst bislang gesagt haben, okay, wir gehen ein bisschen ins Risiko oder ne, wir tippen kontrovers, damit die Kommentare kommen oder sowas. Nein, das ist unsere ehrliche Meinung, unser Fußball-Sachverstand, den wir offenlegen. Und da könnt ihr euch gerne drüber lustig machen. Bislang völlig zu Recht. Das ist schon richtig. Ich habe ja gesagt, wir tippen serious. Ich wollte ja immer, letztes Jahr hatte ich ja noch den Willen, ein 7:2 richtig zu tippen und deswegen einfach der Größte zu sein. Das habe ich schon komplett aufgegeben. Jetzt versuche ich es ernsthaft. Das ist ehrlich gesagt noch bitterer, meine Tipps. Das Witzige ist, ich habe ja tatsächlich 2 Punkte. Ich habe tatsächlich ausschließlich Augsburg gegen RB Leipzig richtig gehabt. Du hast die ganze Zeit gemeint, ich habe 7 Punkte, bis wir dann festgestellt haben, dass ich irgendjemand habe, der M-Bundesliga heißt und im Grunde genommen meine Tipps mehr oder weniger kopiert, nur an den richtigen Stellen zumindest ein bisschen was anderes gemacht hat. Der hat dann 7 Punkte geholt. Ja. Ey, wenn das Klon besser ist als das Original, wird es echt bitter, sage ich dir. Dann wird es traurig, Nico, da müssen wir was dran machen. Ja. Also bevor wir einsteigen, im 5. Spieltag die ultimativen, mega überragenden Tipps von Jacob und mir. Jacob, ich habe für dich eine kleine Überraschung und ich habe für euch eine kleine Überraschung. Wer aufmerksam gewesen ist, hat schon gemerkt, der Nikola überlegt sich was, um ein bisschen Qualität wenigstens in Part 1 zu bringen. Haben wir uns einen Experten eingeladen. Ich lasse ganz kurz ein Video laufen. Jacob, du kannst danach deine Emotionen freien Lauf lassen. Ich spiele ganz kurz das Video ab, dann seht ihr, wen ich meine. Versuch mich zu beherrschen. Ja, moin moin und hallo. Liebe Grüße aus Magdeburg an die Kicktipp Manager United Liga. Hier ist euer Spieltagssieger vom Spieltag Nummer 4. Und ich habe heute die Ehre, als Spieltagssieger, als Experte gegen Jacob und Nico anzutreten, mit meinen Tipps für den 5. Spieltag. Ich wünsche euch viel Spaß und allen ein gutes Händchen mit ihren Tipps für den 5. Spieltag. Das Beste ist einfach, dass er dich auch Jacob nennt. Ich freue mich so, dass sich Jacob durchgesetzt hat. Yes, Mann! Es gibt niemanden sonst, muss ich dazu sagen, weder in der Familie noch im Freundeskreis, der mich irgendwo so nennt, aber freue mich, dass ich bei Manager United so fest angekommen bin. Ansonsten gelungene Überraschung. Es wird, glaube ich, für uns noch demütigender jetzt, weil wir den direkten Vergleich haben und dann noch mehr uns selber bloßstellen. Aber ich freue mich drauf, dass wir jetzt auch beim Tipp ein bisschen Expertise dabei haben. Deswegen Grüße gehen raus auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Jensing ist der Name. 21 Punkte. Das hattest du tatsächlich auch angekündigt. Das letzte Mal, wo ich gesagt habe, es wird bestimmt einer aus der Top-Gruppe richtig gut abschneiden. Dass du gesagt, irgend so ein über 20-Punkte-Spieltag, obwohl nichts berechenbar war. 21 Punkte, 2 Punkte oder bei dir 4 Punkte. Das ist die Unterscheidung. Auf der anderen Seite habe ich gedacht, jetzt muss Jensing auch vorab liefern. Verstehst du? Also vielleicht, ich habe jetzt 2 Hoffnungen. Entweder er hat Expertise und wir können unsere Videos aufwerten. Oder es wird bewiesen, dass es einfach viel schwieriger ist, 2 Tage vor dem Spieltag zu punkten oder zu tippen. Auf jeden Fall hoffe ich, dass wir als Win-Win rausgehen vom Vorgehen. Ich würde so machen, du fängst wieder ein, dann mache ich, dann zeigen wir Jensings Tipp. Und dann wieder rückwärts und immer Jensing zum Schluss, dass wir uns von seiner Expertenmeinung nicht beeinflussen lassen und sagen mal, du startest mit VfB Stuttgart gegen Darmstadt 98 am Freitagabend. Sehr gerne. Finde ich insofern lustig, weil es vor dem Start in die Liga für mich ein Spiel gewesen wäre, was mich null interessiert. Keine Ahnung, mit Stuttgart keinerlei Bezug irgendwie dazu und bei Darmstadt auch nicht, finde ich sympathisch irgendwie beide Vereine, aber das war es auch. Jetzt irgendwie ein Spiel, wo ich tatsächlich ziemlich viel Bock drauf habe. Gyarassi, Stuttgart Offensive funktioniert, Darmstadt Offensive funktioniert ja auch irgendwie gegen Gladbach. Ich habe einen 3-1 Auswärtssieg der Stuttgarter mitgenommen. Bin gespannt, was von dir kommt und bin gespannt, was von den Profis kommt. Ja. Wird, glaube ich, ein gutes Spiel. Ich mache bei dir einen 3-1 Heimsieg draus, wenn es für dich okay ist, weil die Stuttgarter zu Hause antreten dürfen. Ich habe es mir andersrum aufgeschrieben. Ändert das irgendwas oder bleibst du beim 3-1? Bleib dabei. Wunderbar. Ist genau das gleiche, was ich auch im Köcher habe.
Drei Girassi-Tore plus, keine Ahnung, wer bei Darmstadt irgendwie das eine Tor macht. Genau, ähnlich wie du und witzig, ne? Stuttgart wirklich jetzt auf Rang 4 mit 9 Punkten, mit nach wie vor überzeugenden Partien, beziehungsweise Girassi hat halt am Schluss überzeugt. Also ich fand, dass die Partie gegen Mainz war schon kippeliger auf jeden Fall. Trotzdem gegen Darmstadt zu Hause wird es einen Heimsieg geben. Und jetzt hören wir mal rein, was unser Experte sagt, würde ich sagen. Erstes Spiel, Freitagabend, Stuttgart-Darmstadt. Flutlicht, geile Stimmung. Stuttgart unheimlich gut drauf zurzeit zu Hause. Mit meinem Deadline-Day-Transfer Girassi im Sturm gehe ich von einem klaren 3:0 Heimsieg der Stuttgarter aus. Unangenehm. Gerade bis vor kurzem fand ich Jensing noch ganz nett. Jetzt erwähnt er auch noch, dass er sich Girassi reingeholt hat. Sorry, das war der erste und letzte Auftritt hier bei Manager United. Ich erspare mir den Kommentar dazu. Okay, aber immerhin haben wir den gleichen Sieger drauf. Ich komplett daneben. Nee, gut, wunderbar. Machen wir weiter mit Gladbach gegen Leipzig. Oh, auch wahnsinnig schwierig, ehrlich gesagt, zu tippen. Gladbach hat so ein ganz merkwürdiges, gegen gute Mannschaften spielen wir wieder gut und ordentlich und sowas gehen. Leipzig fand ich wieder jetzt auch in der Champions League wirklich stark, wirklich überragend, hat mir gut gefallen. Ich hätte auch gerne 4 Leipziger Tore im Köcher, weil ich einfach so viele Leipziger Spieler habe. Aber ich nehme mal Abstand davon und gehe auf einen 1:3 Auswärtssieger an der Stelle. Dann mach ich es kurz und knackig, gehe auf ein 3-0, würde aber ansonsten unterstreichen, was du dir gesagt hast. Leipzig hat mir jetzt sehr, sehr gut gefallen in der Champions League, in der Liga zuletzt auch. Gladbach ist komplette Wundertüte. Das kann auch ein 4-4 werden am Schluss, wenn, warum auch immer, wieder die Zauberoffensive und das Johanne greifen. Aber ich sehe es nicht gegen Leipzig. Ich finde Leipzig dafür zu abgeklärt und zu souverän und seriös. Deswegen, ja, glaube ich, wird es eine Packung für die Gladbacher. Und dann muss man echt schauen, wie es bei Gladbach weitergeht. Weil die nächsten Wochen nicht angenehm werden. Aber dann hören wir mal rein, was die Expertise zum Spiel zu sagen hat. So machen wir es. Gladbach gegen Leipzig. Auch schwer zu tippen. Die Gladbacher mit einem sehr guten Heimspiel gegen Bayern. Jetzt kommt Leipzig unter der Woche auch in der Champions League unterwegs. Könnten die Beine schwer werden. Leipzig hat auch die letzten Spiele nicht in Gladbach gewinnen können. Ich bin sehr gespannt und tippe hier auf ein Unentschieden. 1:1. Ja. Aber muss. Weißt du, das ist jetzt genau so ein Tipp, wo ich sagen würde, ne, im Leben nicht. Aber was soll ich sagen? Also, das spricht ja alles gegen mich hier, was die Statistiken angeht. Deswegen erspare ich mir einfach die Kommentare und. Ja, und dann aber auch sowas zu droppen wie, also ne, so gegen Bayern zuletzt zu Hause gut, zu Hause sowieso stark und Leipzig bisher in, klar, okay, vielleicht beschäftige ich mich zu wenig mit Tipps und gucke mir dann doch zu wenig die Tiefe an, wer, wann, wie, warum, wie oft oder sonst irgendwas. Bleiben wir beim Kicker-Manager für uns, haben Experten vielleicht für das Tippspiel. Du machst weiter mit Augsburg gegen Mainz. Ich bin gespannt, was du hier tippst. Das ist tatsächlich mein erstes Unentschieden vom Spieltag. Ich sehe ein recht trockenes 1:1. Ja, beide, glaube ich, mit viel Licht und Schatten in der Saison, beide noch völlig ohne Konstanz in der Saison. Mainz für mich irgendwie die größere Enttäuschung bislang, weil ich das Team eigentlich nicht so verkehrt finde. Ich bin so ein bisschen gespannt, ob Bo Svensson da irgendwie nochmal das schafft, ich will nicht sagen, den Karren umzustoßen, weil so schlecht läuft es noch nicht, aber der Start und das Svensson war einfach überragend. Ne? Mainz hat sich sehr, sehr lange sehr effizient, sehr effektiv irgendwie durch die Liga getragen und jetzt bröckelt das Ganze irgendwie so ein bisschen, würde ich sagen. Das greift offensiv noch nicht so, wie wir das gewohnt waren. Es gibt ein, zwei ganz interessante junge Spieler, die durchaus ja auch eine Option für den Manager waren als Schnäppchen. Aber das ist für mich das Spiel, wo es bei beiden noch nicht so läuft, wie es laufen könnte. Und deswegen glaube ich auch, das wird ein Stotter 1:1 am Ende. Ja, ich habe es heute in den News, welche aus irgendeinem Grund um 8 kam und nicht um 7 kam. Das war ein technischer Fehler, ärgert mich. Egal, ich habe in den News angekündigt, erste Trainerdiskussion. Ich glaube, ich sollte mein WhatsApp mal nebenher hier ausmachen. Ansonsten macht es nur noch Bing Bing die ganze Zeit. Ich sehe, also Mainz wahnsinnig schlecht gestartet. Svensson sitzt aber für mich relativ gut noch im Sattel. Der hat einfach zu viel Kredit sich erspielt. Bei Maaßen bin ich da ganz anderer Meinung, ehrlich gesagt. Und wenn das Mainz aus irgendeinem Grund deutlich gewinnen sollte, dann könnte ich mir vorstellen, dass wir eine richtig dicke Diskussion haben, vielleicht auch schon mit ersten Entscheidungen. Ich sehe keinen deutlichen Auswärtssieg. Ich hoffe und denke und tippe aber mit einem knappen Auswärtssieg für die Mainzer. 1:2 ist mein Tipp. Und dann bin ich mal gespannt. Frage, Nico. Ja.
genau, bevor wir zum Profi gehen, hattest du nicht auch Augsburg als letzten Trainerwechsel? Ja, ja, deswegen brauche ich das ja jetzt so. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, wen ich hatte, aber ich glaube, es war Stuttgart, deswegen verabschiede ich mich da auch schon von den Bonuspunkten mit Sebastian Hoeneß. Aber ja, schauen wir mal, was du hast, die Expertise sagt jetzt. Das mit Stuttgart wird eng wahrscheinlich. Nee, ich habe Augsburg als ersten Trainerwechsel drin. Ja. Und wenn das jetzt wirklich in die Hose geht, könnte ich mir auch vorstellen, dass ich da auch nochmal Bonuspunkte bekommen könnte. Aber wie gesagt, lass uns mal beim Experten reinhören. Augsburg-Mainz, das nächste Spiel, Krisenduell, schwer zu tippen. Das wird ein Gegurke, denke ich, und ein unzufriedenes 0:0 für beide Seiten. Oh, stellst du dich bin mit ich nicht so weit weg. Stellst dich mit dem Experten auf eine Stufe, nicht schlecht. Beides gleiche Unentschieden, das, ja, also Mainz. Pack mal's, also Kassi, Mainz. Bitte. Ich mach weiter mit ein bisschen einfacherem Spiel, Bayern München gegen Bochum. Ich denke mal, tatsächlich kommt es hier einzig und allein auf die Höhe des Sieges an. Boah, ich überlege gerade, ob es ein 0 gibt, aber ich tippe einfach ein 3:0 für die Bayern. Klingt so ein bisschen wie unsere Prognose auch für den Dortmund-Spiel. Ne? Es kommt, glaube ich, nur auf die Höhe des Dortmunder-Siegs in Bochum an. Ich sehe aber auch einen sehr deutschen Bayern-Sieg, einfach weil die Bayern gegen Leverkusen auch gut gespielt haben. Ja, es war, glaube ich, generell ein geiles Spiel, aber es war jetzt nicht so, dass die Bayern gerade irgendwie in irgendeiner Krise stecken, finde ich, spielerisch, sondern das war von Bayern-Seite ein gutes Spiel. Sehr, sehr gespannt, wie es in der Champions League jetzt läuft, logischerweise, aber ich sehe einen 4:0 Heimsieg. Glaube, dass das eine Klasse zu groß ist für die Bochumer, gerade mit dem neuen System. Ne? Also es funktioniert aktuell halbwegs gut, finde ich, das 3-5er-Kettensystem. Aber ich glaube, ja, es ist noch nicht perfekt ausgereift und dann ist halt jemand wie Harry Kane einfach prädestiniert, den Bochumer mindestens 2 Tore einzuschenken. Okay, jetzt schauen wir uns kurz den Bochumer Sieg von Jensing an, würde ich sagen. Ich wollte gerade sagen, jetzt ist er wohl geschockt, ja. Zweites Spiel, Bayern gegen Bochum. Beide Vereine verbindet eine Fanfreundschaft. Ich denke doch aber, dass die Münchner hier trotz schwerer Beine aus dem Champions-League-Spiel mit 3:0 die Oberhand behalten werden. Sind sich die Experten ja einig, würde ich sagen. Naja, nächstes Spiel. Nächstes Spiel, Dortmund gegen Wolfsburg. Ich muss anfangen, glaube ich, ne? Das ist nämlich meine Überraschung des Spieltags. Und zwar tippe ich hier entgegen jeder Wettquote auf einen Auswärtssieg der Wolfsburger auf 2:1. Ich fand Dortmund unfassbar bescheiden gegen Paris. Also das Ergebnis fällt mir viel zu knapp aus, ehrlich gesagt. Ich fand es auch unfassbar schlecht gecoacht, ehrlich gesagt. Also ich glaube, erste Halbzeit waren fast unter 20% Ballbesitz. Na klar, hat man am Schluss auch, glaube ich, 2 Aluminiumtreffer gehabt, aber das hätte auch gut und gerne 5:1 für Paris ausgehen können, trotz strittigem Elfmeter etc. Das war einfach kein gutes Spiel der Dortmunder. Jetzt muss man gucken, wie lange Sabitzer noch ausfällt. Ist das früh rausgegangen, glaube ich, 15. Minute. Mir fehlt bis heute die Fantasie, wo Dortmund Anlagen, die 35 Millionen wert waren, bei einem Matcher gesehen haben. Keine Ahnung. Generell auch jetzt hast du Füllkrug unter Leer, setzt beide auf die Bank gegen Paris. Ja, vielleicht irgendwo, weil du nicht erwartest, dass du mit langen Bällen spielst, aber keine Ahnung, der Kader passt vorne und hinten irgendwie nicht zusammen und das Gegenteil ist ein bisschen bei den Wolfsburgern für mich der Fall. Da passt irgendwie einiges zusammen, das passt extrem gut und ja, deswegen gibt es knapp Auswärtssieg für mich. Wunderbar. Genau, kurz nochmal zu gestern Abend, Dortmund, also ist schon krass, eine Dreierkette, dann 2 defensive Außen hinten, also wirklich den kompletten Mannschaftsbus wirklich vors Tor geparkt. Das dann wiederum finde ich relativ erfolgreich. Also wir hatten einen Pfostenschuss, sonst hatten wir, bitte verdrehen Sie jetzt nicht Ihre Augen, Herr Jacob, gell? Das war nein, in dem Sinne was, was relativ, was, ja genau, relativ, also was ich krass fand ist, mit welchem Anspruch geht Dortmund überhaupt noch in Champions League? Das ist halt natürlich der Punkt, weil genau. Wenn Union Berlin heute Abend so gegen Madrid spielt und die verlieren 2:0, sage ich, geiles Spiel von Union, genauso muss das angehen. Ja. Ne? Also den Schuster bleibt bei deinem Leisten, aber Dortmund hat einen offensiv gut gespielten Kader, es läuft halt nicht zusammen, aber dann zu sagen, wir mauern mit 5 Abwehrspielern und 2 Sechser noch davor und gucken dann irgendwie vorne, ob die 3 was gebacken bekommen, das sollte nicht der Anspruch von Dortmund sein. Und wenn du, also du hast doch gerade gegen Paris nichts zu verlieren. Ja, genau. Auf der anderen Seite, absolut. Auf der anderen Seite denke ich schon auch, vielleicht auch Hut ab Terzic, von dem ich jetzt, wie wir wissen, nicht wahnsinnig viel wissen. Vielleicht aber eine realistische Einschätzung zu sagen, Alter, okay, da geht halt gerade nicht mehr. Dann mauern wir das halt hinten weg und versuchen vorne zu kontern. Und dass die Konter schiefgelaufen sind, Dortmund hatte die Konterchancen für mich. Die letzten Pässe saßen halt nie. Also du hast einen Adeyemi, wo du so viel Raum gehabt hättest, den anzuspielen, weil Paris so gedrückt hat und Dortmund so weit hinten war. Dem hast du immer den ersten Ball, hast du Adeyemi in die Füße gespielt, anstatt ihn in den
freien Raum irgendwo reinzuschicken. Habe ich null verstanden. Also wenn sie auch in der ersten Halbzeit das schon ein bisschen besser gespielt hätten, plus den Elfmeter, den ich wirklich unsäglich finde, also da... Absolut, bin ich komplett bei dir. Braucht man, glaube ich, nicht diskutieren. Ja. Ich würde das komplett unterschreiben, was du gesagt hast gerade, im Sinne von Terzic realistische Einschätzung etc. Würde alles passen, wenn Terzic nicht danach im Interview selber sagt, wir waren viel zu ängstlich, so sollten wir nicht auftreten etc. Ja. Das passt dann nicht für mich zusammen. Okay. Also dann unterstreicht doch, hey, wir standen defensiv kompakt, wir müssen aktuell genau über solche Spiele quasi wieder zu uns selber finden, dann stärkt doch wenigstens das Team, aber danach quasi eher noch zu sagen, das war viel zu ängstlich, matcht für mich nicht, aber gut. Okay. Jetzt hau raus deinen Tipp. Nee, jetzt darf erstmal ich meinen Tipp abgeben. Wir haben uns, glaube ich, ein bisschen verhangen im Champions League-Spiel. Und das Interview habe ich nicht gesehen, aber dann gebe ich dir natürlich recht. Dann ist es natürlich wieder eine dumme Aussage. Also, ne, ich glaube, jetzt geht es gerade bei Dortmund darum, die positiven Sachen zu sehen und es gab positive Sachen. Aber dann zu sagen, okay, das war zu ängstlich, dann war halt die Aufstellung vielleicht auch falsch. Ja. Machen wir es kurz. Dortmund-Wolfsburg 2-2. Das ist kein Tipp, sondern das ist einfach das Ergebnis. Könnt ihr Geld draufsetzen. Es wird auf jeden Fall aufgehen. Jetzt schauen wir mal, wie sich hier Jensing an der Stelle verspekuliert. Hier haben wir das Spiel. Hören wir uns immer an. Dortmund gegen Wolfsburg. Für mich schwer zu tippen. Wolfsburg hat lange, lange nicht in Dortmund gewinnen können. Dortmund unter der Woche in der Champions League in Paris unterwegs. Sabitzer hat sich anscheinend verletzt. Muss man mal schauen. Die Dortmunder müssen anscheinend umstellen. Im Sturm läuft es nicht rund. Dennoch gehe ich von einem knappen Dortmunder Heimsieg aus 1-0 für Dortmund. Sehr gut. Da machen wir eigentlich Punkte drin. Da machen wir eigentlich Punkte auf ihn gut. Ja, eben. Mach ich weiter mit einem wirklich, wirklich, wirklich schwierigen Spiel, wie ich finde. Ja. Union Berlin gegen die TSG aus Hoffenheim. Die Hoffenheim. Ich kann gar nicht sagen, dass die besser spielen als erwartet. Oder ich finde es schwierig. Da gibt es halt so einen komischen Bayer im Sturm. Weißt du, die kaufen sich die ganze Sturm-Elite der Liga zusammen, zumindest ab einem gewissen Niveau. Und dann haben sie da so einen Maximilian Bayer, der irgendwie trifft, wie er will. Und Union Berlin, die dieses Jahr wirklich schwieriger in die Saison kommen, das muss man schon ganz klar sagen. Ja. Bin ich mal gespannt. Also wenn die nicht in die internationalen Plätze kommen nächstes Jahr, dann, ja, schauen wir mal. Also die haben einige teure, also vom Gehalt her teure Spieler, würde ich sagen, die sie auch nicht weiterverkaufen lassen. Ja. Könnte ein schwieriges Lied für Berlin werden. Ich wiederhole meinen Tipp von Dortmund und gehe auf ein 2-2 Unentschieden. Können wir vorstellen, dass es aber ein ganz cooles Spiel wird. Glaube ich auch. Ich glaube, wird ein gutes Spiel. Ich sehe einen dreckigen 2-1 Heimsieg. Hängt, glaube ich, schon ein bisschen auch damit zusammen, jetzt, wie es heute Abend gegen Madrid läuft oder in Madrid läuft. Einfach weil, ne, also wenn du 2-0 verlierst, 3-1 verlierst, alles fein. Wenn du jetzt heute Abend 7-0 abgeschossen wirst, da kann es aber mal einen Knick geben, einfach nur. Und gerade wenn du sagst, bislang, du konzentrierst dich ein bisschen auf die defensive Stärke und das geht jetzt nicht auf gegen Madrid, das kann schon so ein bisschen einen Knick einfach nur reingeben. Gleichzeitig, wie gesagt, Hoffenheim, ich weiß nicht, ob man positive Überraschung sagen kann, aber definitiv solider irgendwie schon als erwartet. Olli Baumann mit einer Top-Saison bislang im Tor. Deswegen, ja. Bin sehr gespannt, ob wir jetzt den Auswärtssieg präsentiert bekommen, aber ich glaube, das wäre theoretisch ein Spiel, wo vielleicht Union der leichte Favorit ist, mich aber kein Ergebnis schocken würde. Schauen wir uns mal an, was Jensen sagt. Union Berlin gegen Hoffenheim. Die Berliner heute Abend in Madrid mit ihrer Champions-League-Premiere. Ich gehe davon aus, dass die dort Zählbares mitnehmen, zumindest einen Punkt. Und mit diesem Aufwind werden sie am Wochenende dann auch die Hoffenheimer zu Hause knapp mit 2-1 schlagen. Mittlerweile tippt er schön zwischen uns beiden hin und her. Ist doch ganz gut. Darfst du weitermachen mit Bremen gegen Köln? Jawohl. Spiel, wo ich sehr gespannt bin drauf, weil die Kölner gegen Hoffenheim eigentlich ein gutes Spiel gemacht haben. Die Hoffenheimer solide, aber mir auch nicht, ehrlich gesagt. Und dann trifft er einen Kredit von der Mittellinie und ja, der Rest ist Geschichte. Die Bremer gleichzeitig gegen Heidenheim, ich weiß auch nicht, wie ich das beschreiben soll, ehrlich gesagt. Da war ich mir schon sicher, das Spiel kippt, ehrlich gesagt, nachdem die Bremer den Ausgleich machen, dann verlierst du am Schluss doch noch. Ich habe 4 Tore getippt für das Spiel jetzt und ein Unentschieden, ein 2-2. Wenn wir wieder die Hot Takes mit reinnehmen würden, wäre für mich auf jeden Fall Davy Selke trifft gegen die Ex mit drin, der mir insgesamt einfach gut gefällt und nach wie vor für mich irgendwie so ein kleiner Geheimfavorit bleibt, um im Endeffekt noch mit zur EM zu fahren. Aber ja, schauen wir es uns mal an und schauen wir mal, was du dazu sagst, Nico. Ja, witzig. Ich hätte eigentlich auch ein 2-2 sehr, weil wenn ich jetzt schon wieder auf ein 2-2 gehe, habe ich 3 2-2s hintereinander. Das ist irgendwie wieder unrealistisch. Und mit Davy Selke ganz kurz, ich würde als Bremer Manager
keine Spieler mehr innerhalb der Bundesliga verkaufen. Ja. Also du kannst ja eine eigene Elf aufstellen mit Jungs, die in den ersten vier Spielen gegen Bremen irgendwie getroffen haben mit einer Bremer Vergangenheit. Das ist schon richtig krass. Ich war auch bei einem Unentschieden. Ich switch spontan um auf einen Auswärtssieg der Kölner. Knappes 1-2. Chabot hält hinten das Ding dicht und vielleicht macht er auch vorne ein Tor, was ein bisschen unwahrscheinlich ist, aber träumen darf man ja und dann bin ich mal gespannt, ob Gensing uns jetzt den Bremer Heimsieg auspackt. Gehe davon aus. Werder gegen Köln, ähnliche Voraussetzungen wie im Krisengipfel, beide Mannschaften noch nicht so richtig in Form und ich tippe hier auf ein 1-1. Yes. Der kann wieder mitgehen, kann ich auch wieder mitgehen. Wie gesagt, wäre auch meins gewesen, aber ich mache das Kölner Ding. Dafür packe ich jetzt mal die Leverkusener an und das wird ein 4-1 Heimsieg der Leverkusener gegen Heidenheim. Könnte auch ein geiles Spiel werden, weil die Heidenheimer Offensive was kann. Die Leverkusener Offensive kann verdammt viel. Gott, also ich muss auch nochmal sagen, wir haben uns gar nicht unterhalten, glaube ich. Ich will es auch jetzt gar nicht vertiefen, weil die Zeit läuft mit Gensing. Der Gensing klaut uns ja auch wahnsinnig viel Zeit, muss man ja ganz klar sagen. Das liegt ja nicht an uns beiden. Aber was Leverkusen in München abgerissen hat, nach den ersten 20 Minuten, muss man ganz klar sagen. Und Andrich, habe ich auch schon öfter gesagt, fand ich wirklich ein Unsicherheitsfaktor. Ja. Aber was für eine Stärke Leverkusen im Mittelfeld hatte. Ich habe Granit Xhaka zum ersten Mal so richtig bewundernd anschauen dürfen. Das fand ich schon richtig, richtig stark. Die müssen einfach am Ball bleiben, die müssen die Konstanz reinkriegen. Und dann glaube ich dran dieses Jahr. Ich glaube dran, dass Vizekusen endlich beerdigt werden kann. Und vielleicht eine Meisterschaft am Ende. Wirklich, glaube ich. Machen wir keine falschen Hoffnungen, Nico. Aber ich finde auch, man hat auf dem Platz gesehen, wenn wir die ersten 15, 20 Minuten ausklammern, war ja vorher Ansagen von Xhaka, auch von Andrich, von Alonso, wir fahren nicht dahin zu verlieren, wir fahren nach München zu gewinnen. Mhm. Und du hast es auf dem Platz einfach gesehen. Das war nicht irgendwie der Anspruch zu sagen, ne, wir wissen wie Dortmund in Paris, wir verkaufen uns so gut, wie es geht und wir mauern ein bisschen und schauen dann, was geht. Nein, wir fahren dahin, wir wollen gewinnen und wir treten auch so auf. Und das kann durchaus passieren, dass wir dann 3-1 verlieren oder 4-0 verlieren im Endeffekt. Aber wir fahren mit offenem Visier dahin und wir wollen dem Spiel unseren eigenen Stempel aufdrücken und es hat teilweise einfach extrem geklappt. Und ich glaube auch, dass gegen Heidenheim klappen wird, um den Bogen zu spannen dann. Ich glaube nur, dass es ticken knapper wird, ein 3-1, aus zwei Gründen. Zum einen, weil die Heidenheimer einen exzellenten Standardschützen dabei haben und dass die Leverkusener Schwäche ist bislang, kenne ich das Beste. Und gleichzeitig, weil Leverkusen halt Donnerstag in der Euroleague noch ran muss und eventuell die Beine ein bisschen schwerer sein werden. Heimsieg, glaube ich, ist aber, das würde mich sehr, sehr wundern, wenn das irgendjemand anders sieht. Und wenn Jens das jetzt anders sieht, dann spreche ich ihm seine Expertise ab. Aber das würde mich schockieren. Nachher hat er auch noch recht damit. Also schauen wir mal. Leverkusen gegen Heidenheim am Sonntag verspricht viel. Denke ich, wird ein super Fußballspiel. Leverkusen wird sich 3-1 durchsetzen. Leverkusen einfach super drauf im Sturm mit Boniface. Der wird, denke ich, zwei Buden machen. Hinten anfällig durch Standards und da wird Jan-Niklas Beste, denke ich, die ein oder andere Möglichkeit haben, dort ein Tor vorzubereiten beziehungsweise selbst eins zu machen. So geil, wie viel Wert wir einfach schon auf der Aussage von Jensen geben. Das ist ja schon einfach wiederholt, was ich gesagt habe, möchte ich dazu sagen. Ne? Also gleiche Ergebnis, gleiche Begründung, nur die Euroleague hat da rausgelassen, aber ansonsten der Niklas Beste quasi gespart und der Leverkusen ausgemacht. Ja, nur beide halt leider nicht recht, sondern wir hatten 4-1, aber ist auch egal. Dann darfst du abschließend weitermachen mit Frankfurt-Freiburg. Jawohl. So ist das mal lieber. Muss ich ehrlich sagen, Bauchgefühl ist für mich, das wird ein grausames Spiel. Ich weiß nicht warum, aber also bei den Frankfurtern offensiv, wie gesagt, passt es halt eben noch nicht zu 100%. Man hat noch nicht den Stürmer gefunden, den man gerne hätte, beziehungsweise ist ja keiner mehr gekommen. Ich selber bin auf Marmoush am Deadline Day noch geswitcht, übrigens im Kader, der mir letzten Spieltag sofort einen Elfmeter geschenkt hat, den er aber leider nicht rausgeholt hat, sondern verursacht hat. Glaube aber, dass Marmoush bis zum Winter eigentlich noch recht viel spielen wird. Ein Gangkampf andersrum gefällt mir mittelmäßig bislang nur. Und bei den Freiburgern, haben wir jetzt letzte Woche auch schon drüber gesprochen, das ist ein bisschen erwähnt. Es ist auf dem Papier gar kein miserabler Saisonstart, aber es fehlt irgendwie dieses, was man die letzten 2-3 Jahre eigentlich hatte, nach dem Motto, okay, bei Freiburg, das wird schon laufen irgendwie. Das passt, da hat sich ein etabliertes System irgendwie gefunden, das läuft durch. Und ich finde es eben bei Freiburg insofern spannend, weil es gab keinen großartigen Abgang irgendwo. Ne? Also Karl Höfler fehlt jetzt gesperrt, Güter ist verletzt, war ja kurzzeitig wieder dabei. Aber ansonsten ist es, abgesehen von Flecken eigentlich, so das Team, was man vorher auch schon kannte.
das ist für mich ein bisschen die Überraschung. Es hat sich nicht viel geändert, aber es hat sich doch viel geändert, weil es fehlt diese Selbstverständlichkeit, die die letzten zwei, drei Jahre getragen hat. Deswegen lande ich bei einem dreckigen 1:1 zum Saisonabschluss und beide gehen unzufrieden aus dem Spieltag raus am Ende. Mach bitte keinen Saisonabschluss draus. Lass es einfach beim Spieltagsabschluss, das reicht mir schon. Ich bin mich Gott froh diese Woche, dass wirklich jeden Tag irgendwie Fußball ist. Also wenn ich mir überlege, die letzten 14 Tage, das war grauenvoll dieses Jahr. Also ja. Diese Woche ist richtig geil, wie ich finde. Wird auf jeden Fall ein schlechtes oder ein relativ schlechtes Spiel, gehe ich mit. Frankfurt enttäuscht bisher. Freiburg enttäuscht schon auch. Ich glaube, es wiegt schon auf Christian Günther als linker Spieler und als Charakter in der Mannschaft. Kein Rückhalt hinten, also das wiegt auf, also das wiegt schwer, das wiegt nicht auf, das wiegt schwer, gerade auch die Offensivbeteiligung von Marc Flecken, also was der fußballerisch konnte, ja, was der wirklich lange Bälle gespielt hat, was der quer gespielt hat, da sind viele Bälle jetzt einfach weg, gegen Dortmund war das schon tatsächlich besser von Atubolu, das muss man ganz klar sagen, jetzt fehlt Höfler, eigentlich würde ich sagen, das ist die Vollkatastrophe, aber der hat am Anfang ja auch schon gefehlt, da hat Eggestein, finde ich, tatsächlich ganz gut gemacht. Ich bin tatsächlich, ich hoffe auf meine Freiburger, ein bisschen Spielglück wieder zurückzubekommen. Gegen Dortmund war schon wirklich Pech dabei. Also bis zur 88. Minute wäre mein Tipp wahr geworden mit 2-2. Und wir hätten das Ding eigentlich auch gut gewinnen können. Am Schluss verlieren wir das unsäglich 2-4. Deswegen gehe ich auf einen Auswärtssieg, auf ein knappes Auswärtssieg mit 1-2. Hau unsere Tipps raus und dann schauen wir mal, ob Jensing einen neuen Freund hat oder ob es sein letzter Auftritt bei Manchester United war. Und abschließend Frankfurt gegen Freiburg. Beide unter der Woche europäisch unterwegs. Von beiden bin ich bisher auch enttäuscht. Ist noch nicht die Saison der Frankfurter bzw. der Freiburger. Auch hier tippe ich ein 1:1. Und ab Sonntag sind wir uns einig jetzt. Ihr seid euch ja relativ viel einig, muss ich ganz klar sagen. Ich habe eigentlich gedacht, Jensing kann gut tippen, aber gut. Ich habe jetzt nach wie vor keine Ahnung, warum ich so miserabel dastehe und jetzt so gut, aber das sind dann wahrscheinlich genau die drei Ergebnisse, die wir anders haben, wo ich 0 Punkte hole und Jens jedes Mal das Ergebnis richtig hat. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich freue mich gleich zu switchen auf Part 2 mit dir. Yes. Ich hoffe, ihr alle switcht auch rüber. Top 11 Team. Gott, da freue ich mich wieder. Jacob, ich freue mich wieder drauf, dein Team zu sehen. Das finde ich wirklich immer spannend. Da doktere ich wirklich rum. Es macht mir richtig Spaß, da was rauszuhauen. Freue mich da auf dein Team und ganz kurz an euch gerne noch kurz hier in den Chat reingeben, so eine Rückmeldung. Wie ist es für euch, einen Experten noch mit reinzunehmen? Also sagt ihr eher, das ist nur störend, wenn immer was dazwischen ist, wird auch insgesamt zu lang. Oder sagt ihr, ist eigentlich eine geile Komponente, das dabei zu haben. Und dann setzen wir das fort, beziehungsweise gucken wir mal, wie wir das fortsetzen. Ich werde wahrscheinlich nicht jedes Mal einen Spieltagssieger finden, der mitmacht, aber vielleicht hat der Jensing, solange es bei ihm läuft zumindest, eine Daseinsberechtigung, ab und zu mal seine Videos reinzureichen. Aber da bitte Manager United, wie immer, von Managern für Manager, deswegen eure Meinung dazu, weil, und dann setzen wir das einfach so um. Jacob, wir sehen uns gleich im Part 2 vom Stahlwerk Doppelpass, Stahlwerk Warm-up sind wir. Und wir sehen uns auch gleich. Auf jeden Fall. Also bis gleich, macht's gut, ciao.